Willkommen zurück zum Mario Luigi Dream Team Bros. So, ich sehe gerade, ich habe genau da wieder angefangen, wo ich letztes Mal gespeichert habe. Das ist ja cool. Oh, ich dachte mal, wir wären dann irgendwo weiter zurück, aber egal. Ich denke mal, jetzt müssen wir uns gegen diesen Roboter schlagen, der da hinten, ich denke, auch als Stern markiert ist. Nein! Herr Blöckle, leben Sie noch? Was ist auch passiert? Das hört sich nicht gut an. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns gründlich vorbereiten. Damit wir auf dem Weg keine unerwarteten Probleme kriegen. Okay, komm her. Vor allen Dingen, dann ist hier direkt ein Speicherbutton. Und ich speichere nochmal, weil ich im. Ja, ist ja egal. Nee, nee. Was bammt irgendwie von links? Oder von rechts? Vielleicht mein Kopfhörer auch falsch rum auf. Grobi, nein! Böser Roboter! Hör auf, stopp, abbrechen! Agroboter, Herr Blöckle! Nicht aufgeben! Bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Wo ist er hin? Ah! X! Er ist durchgedreht! Mein Groboter läuft Amok. Die Beine sehen aus wie so ein Massageding für den Rücken. Herr Blöckle. Alles in Ordnung, Herr Blöckle. Die dürfen jetzt nicht sterben. Kann ich nächstes Wochenende. Ja, genau, der will immer Gehaltserhöhung frei haben. Oh yeah, Endbossfight. Oh, fuck. Okay, das klappt schon mal. Was machen wir denn da? Fangen wir doch mal hiermit an, oder? Schön mit dem 3D-Panzer. So, ich hoffe, das klappt auch wieder bis zum Ende. Aber bis jetzt ging es ja eigentlich nie schief. Hätte ich eigentlich sagen dürfen. Jetzt. Oh, yeah. Und wie viel gesagt? 51. Geil. Ach, guck mal, können wir direkt den grünen Panzer hinterherhauen. Tada! Dasselbe nochmal andersrum. Luigi fängt an, der Panzer ist grün. Und im Großen und Ganzen waren dann auch die Unterschiede. Und. Bam! Ah, 44. Ist doch cool. Attacke 2 bestanden. Oh, hat er mich getroffen? Ich glaube schon. Das klappt nicht. Ich glaube, wir nehmen mal den Hammer. Excellent. 17 Schaden. Kann er. Ja, genau. Der kann den nur ausführen. Geil. Also immer drauf. Weil dann habe ich ja im Grunde schon über 150 Schaden verursacht, wenn ich den jetzt durchziehe. Das wäre schon mal gut. Klatsch! Boah, wie fies! Wie ich das nicht check. Dann kommt man dicker, dann kommt man kleiner. Wo soll man das denn auch wissen? Ich werde gleich mal auf die Heilung hier drücken. So, das waren jetzt gerade die Orden. Dafür reicht es nicht. Gut, man könnte jetzt auch irgendwie ein Item nehmen, womit man dann quasi wieder mehr Punkte hat. Ich vergesse, man sollte erst gedrückt halten. Und Heilung. Ich nehme aber jetzt mal einen... noch einen normalen Pilz reindonnern. Ah, lecker. Sehr gut. Oh Mann. Ich werde irgendwie kurz darauf immer zu warten, dass der Große kommt. Ich nehme mal den hier. Oh, ist das besser als der Hammer?
Okay, je nachdem, wer haut. Oh, wo geht er hin? Ach du Scheiße. Was ist denn los? Was? Oh mein Gott. Oh! Nein! Der war aber gemein. Gut, nächster beide drin, ist euch besser. Und 14 Schaden. Genau, da nichts machen. Sehr gut. Also langsam check ich's, glaube ich. Excellent. Das geht doch kaputt, Mann. Ah. Diesmal muss ich erst ein paar Mal vermöbeln lassen, bevor das klappt. Jawolle! Gucken, was er da gibt. Mäßig Hammer. Boah, 250 EP. Geil! Oh, Pilz, neuer Rang, Panzerrang. Oh, Glückwunsch, du hast einen höheren Rang erhalten. Je stärker du wirst, umso höher steigt auch dein Rang. Außerdem passiert etwas Tolles, wenn du einen neuen Rang erhältst. Und was? Ah, ich sehe schon. Ganz genau, jedes Mal, wenn dein Rang ansteigt, erhältst du einen Bonus, der dir im Kampf nützlich wird. Es gibt ganz verschiedene Boni, dieser hier zum Beispiel. Gibt dir einen zusätzlichen Extra-Slot mehr Platz für Ausrüstung. Es gibt noch eine andere Menge Boni. Ne, es gibt noch eine Menge anderer Boni, so rum. Such dir einfach den aus, der am besten zu dir passt. Oh, eins hatte ich fast vergessen. Die maximale Anzahl der Ranganstiege ist begrenzt. Du wirst es also nie schaffen, alle vorhandenen Boni zu kassieren. Denk also gut nach, bevor du einen Bonus auswählst. Triff deine Wahl erst, wenn du bereit bist. Ach du Scheiße. Also Ausrüstung. Ordenlager. KP. Achso, er erhöht jedes Mal, wenn er Level ansteigt, die Maximal-KP um 2. Ja, der Level ansteigt, die Angriffe um 1. Achso, nochmal zusätzlich. Oh, schneller aufleveln. Ist ja auf eine Art cool. Aber irgendwie... Ja, lohnt sich nicht wirklich, weil das kann man auch wieder wegmachen, indem man dann anstatt 4 Monster macht man halt 5 Monster kaputt. Deswegen ist das kein toller Bonus. Jetzt fast für Ausrüstung. Aber ich glaube, ich nehme Körperkraft für den Anfang. Boah, ich kann mich entscheiden. Oder Stahlkörper? Ne, warte, wir nehmen erstmal. Körperkraft. Körperpunkte. Oder Angriffskraft. Oh mein Gott. Nehmen wir erst 10. Bist du dir sicher? Nein, bin ich nicht. Ich nehme den, ich will mehr HP haben. Geil. Und wir nehmen nochmal den Angriff hoch. Oh ne, warte, wir nehmen die Punkte hier hoch. Geil, 3 nochmal dazu. Ja, dieser Ausrüstungsplatz bringt am Anfang eigentlich nicht so viel, finde ich, weil dieser Energiebonus, den kriege ich jetzt jeden Level lang. Das war's, aber jetzt ist der kaputt. Es gab keinen anderen Ausweg. Oh nein! Was will er? Mein armer Grobi, was haben sie dir nur angetan? Genau, Mario, erklär ihm das mal. Er muss eins der Teile des Brunnens abbekommen haben, natürlich. Ist auch so logisch. Dann hat er wohl einen Kurzschluss in seiner Höflichkeitsprozesse ausgelöst.
Alles meine Schuld. Tut mir leid, ihr beiden. Hier als Entschädigung für den ganzen Ärger. Das Kissen. Oh, sehr gut. Los, Luigi, schlaf. Und natürlich könnt ihr mein Bett benutzen, wann immer ihr wollt. Wechselt halt nur von Zeit zu Zeit die Bettwäsche. Das wäre schon ganz nett. Okay. Oh, hui. Gar nicht so viel gelabert. Cool. Sirup. Ah, ne, warte, hier war auch noch ein Feld. Machen wir erstmal platt hier. Bevor wir uns da gemütlich ins Bett legen. Ah, ne, die habe ich. Okay. Ne, gar nicht. Ich glaube, das waren wirklich nur die Steine. Oh. Oh, wir dürfen da nicht hin. Natürlich müssen wir ja schlafen. Okay, da war nichts mehr hier vorne. Ah, sehr gut. Guck mal, sag ich doch. Gibt es so viel zu entdecken noch. Warte, machen wir so. So ist viel cooler. Hier gibt aber auch noch irgendwas. Muss ja bei den Dingern. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal eine Runde schlafen gehen. Los, Pennchen, leg dich hin. Unglaublich, wie schnell er einschläft. Schon ist er weg. Dieser Geruch. Es riecht nach verlorenen Träumen. Kein Zweifel, das muss Traumsworth Skiffen sein. Mario, geh da rein und finde Traumsworth. Frag ihn, wie er zu den Traumtiefen gelangt. Traumception. Ui. Gucken wir mal, was uns diesmal wieder erwartet. Wahrscheinlich wieder irgendeine Fähigkeit, die wir vorher nicht hatten. Interessant. Ich spüre, dass wir irgendwo in dieser Traumwelt auf Traumsurf stoßen werden. Ich gehe davon aus, dass er in den Albtraumsplitter gefangen ist. Da ist er. Da, das Ding. Das dieser Hase hat, ist das vielleicht. Traumsurf muss sich in diesem Splitter befinden. Fangt den Hasen ein. Okay. Let's go, Luigi. Hä? Hallo zusammen, kann ich euch helfen? What? Mein Name ist Blöckle. Ich bin der Verwalter dieses herrlichen Parks. Was? Wir sind uns schon irgendwo begegnet? Nein, ihr müsst euch irren. Ich sehe euch zum ersten Mal. Ich hoffe jedenfalls, euch gefällt es hier. Dieser Park ist mein Lebenswerk. Wäre schön, wenn ihr das so schätzen wüsstet. Und den Besuchern haben sich die Qualitäten dieses Parks wohl noch nicht so herumgesprochen. Wir brauchen irgendwas Besonderes, um die Leute hier anzulocken. Irgendwas Junges, Dynamisches. Uns fehlt noch das Salz in der Suppe, aber was nimmt man da? Luigi hat ihn in der Wachwelt getroffen. Aber er ist nicht identisch mit der realen Person. Luigis Unterbewusstsein hat ihn hier in der Traumwelt erschaffen. Okay. Egal, wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Schnappen wir uns diesen Hasen. Endlich geht's wieder weiter hier. Geil. Hase! Wo hat der denn hingeguckt? WTF. Habt ihr das gesehen? Ein alter Typ? Ein Hase? Keine Ahnung, was hier los ist. Aber dieser Hase war schon süß. Hey, ich hab's, der Hase isst das Salz in der Suppe. Die wollen ihn essen? Die Leute werden nur so in den Park strömen. Eine sanfte Brise streicht über das Gras, das Häschen springt verzückt über das Blumenmeer. Oh ja, die Idee ist Gold wert. Ein Maskottchen ist genau das, was dem Pilzwaldpark noch fehlt. Gut, es ist entschieden. Jetzt hopp. Jetzt lass uns doch spielen, Mann. Ihr habt das auch auf den Hasen abgesehen?
Ich hoffe, euch ist klar, was das bedeutet. Wir sind Rivalen. What the fuck? Auf die Ohren bin ich besonders stolz. Ihr könnt eigentlich direkt aufgeben. Das Häschen wird dieser knackigen Karotte nie im Leben widerstehen können.